Nein, 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 nein. Hallo. Hast du denn. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Greif mich ja einfach eine Spinne an. Hallo Minecraft, willkommen zurück zu Minecraft Projekt. Wir haben ja letztes Mal hier die große Mauer fertig gebaut, ums Dörfchen hier rum. Da fehlt noch ein bisschen was, das wollen wir jetzt schnell erledigen. Natürlich fehlt auch noch der Weg zu meinem Häuschen da oben. Aber jetzt wollen wir uns erstmal um die Mauer kümmern. Dazu brauchen wir noch ein paar Zäune. Und soweit ich weiß, habe ich oben noch welche, deshalb sprinte ich da mal schnell hin. Und dann müssen wir auch noch ein bisschen hier Schönheitsarbeit leisten. Hier habe ich noch Zäune. Und von denen hier brauche ich noch ein paar. Ich glaube, 5 waren das. 4 oder 5. So, was haben wir hier denn noch in den Kisten? Saplings, Getreide, Leder. Alles weg damit. Ein bisschen Fleisch nehmen wir noch mit. Ich guck mal gerade, ob ich daraus auch Zäune machen kann, die gut aussehen. Ich weiß nicht, ob die eine andere Farbe kriegen. Ja, die kriegen leider eine andere Farbe. Aber vielleicht kann ich daraus Sticks machen, weil Sticks haben nur eine Struktur. Genau. Also die Farbe der Zäune richtet sich also nach den Planken, die wir benutzen. 1, 2, 3, 4 waren es nur. So. Jetzt sieht die Mauer wieder gut aus. So, und zurück zum Dörfchen. Jump, jump, jump. Schnell rein und raus, damit die Mobs hier nicht auf die Idee kommen, abzuhauen. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Stufen. Weil man soll ja auch da hochlaufen können. So. Dann machen wir da noch ein paar Fenster rein. Laufen wir gerade einmal außen rum. Ist am einfachsten, die zu platzieren. Ist wieder irgendwo ein Zombie unterwegs. Ich sehe nicht wo. Ich habe wieder einer ins Haus geschlichen. Tschüss, kleiner Zombie, hey. Das setzt mich hier in Angst und Schrecken. So. Zack, voll runtergefallen. Amateur. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt. So.
So, gleich sind wir einmal rum. Gut, das war's. Und dann machen wir uns noch ein paar Holzstufen. So viele kriege ich leider gar nicht hin. Einfach damit man hier nicht immer springen muss, wenn man da hochläuft. Ah, die Villager vermehren sich, habe ich das Gefühl. Was ist denn hier passiert? So, leider habe ich jetzt schon wieder kein Holz mehr. Na, falsches Werkzeug. Gehen wir noch mal schnell Holz hacken, damit wir das auch wirklich voll abschließen können. Und eigentlich soll ich mir auch noch ein paar Fackeln holen, ein bisschen Kohle. Das machen wir doch ganz schnell hier. So, ein bisschen Kohle. Ich glaube, das machen wir einfach alles als Fackeln. Weil da wird man einiges brauchen, um da unten genug Licht reinzuzaubern. Jump. Yo. So. Die Häuser kriegen natürlich auch ein paar Fackeln. Also, bin ja nicht ganz so. Weil sonst spawnen uns da wieder die Zombies. Das wäre auch nicht so vorteilhaft. Reichen 8? Machen wir 12. 12 müssen reichen. So, und dann kommen eben hier oben noch überall Fackeln hin. Und dann sollten wir das schon ein bisschen ausgeleuchtet haben gleich. Natürlich reicht es bei weitem noch nicht, um wirklich hier monstersicher zu sein. Aber es ist mal ein Anfang. Oh, jetzt habe ich viel zu viele. So, machen wir innen hier auch noch. Ein paar Fackeln hin. Da hinten haben wir noch ein Haus, das keine Fackeln hat. Hm.
Das hier braucht wohl auch noch ein paar. Stellen wir da hinten rein. Und eine über die Türe. So, lass uns da noch mal schnell reingucken. Da stellen wir auch noch eine hin. Das sieht doch schon ganz gut aus. Was macht denn der da? Er rennt in der Gegend rum, als wäre da weiß was ich was los. Schön da oben ein Häuschen. So. Fensterchen rein, damit wir hier eine Fackel setzen können. Ja. Und dann haben wir eigentlich gleich schon die Mauer abgeschlossen. Super, oder? Also wir haben jetzt hier unser Dörfchen gesichert erstmal. Hier kommt wahrscheinlich auf jeden Fall noch irgendwie ein Gebäude hin. Damit der Platz auch noch genutzt wird. Aber das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Ich habe heute endlich hinbekommen, dass Minecraft City wieder läuft. Das heißt, da wird es auch bald wieder weitergehen. Das Problem war, hatte eigentlich gar nichts mit der Welt zu tun an sich. Sondern das Problem lag darin, dass Minecraft down abgestürzt ist. Weil irgendwie gedacht wurde, dass einfach zu viele Chunks geladen sind. Das heißt, ich musste einfach nur die Forced Chunks Datei ersetzen. Und dann ist es wieder gelaufen. Also war jetzt eigentlich kein Hexenwerk. Aber da muss man halt auch immer erst drauf kommen. Hat auch einige Zeit in Anspruch genommen, bevor ich das eben rausgefunden hatte. Nein. Hallo. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Greift mich ja einfach eine Spinne an. Also, wir müssen hier noch ein bisschen verfeinern, aber das kriegen wir alles hin. Das war's jetzt erstmal von der Folge Minecraft Projekt. Kommt die Spinne jetzt zu mir? Glaube ich gemacht. Ich geh jetzt mal schnell schlafen, weil sonst wird es mir hier zu bunt. Schlafen. Gute Nacht. So. Sonne geht auf. Zombies werden gleich brennen. So muss es sein.
guck mal gerade, ob ich hier noch. Eins runter geht, damit man die Stufe da vom Haus auch nutzen kann. Das nächste wird wahrscheinlich sein, dass wir draußen eine kleine Farm aufbauen, um ein paar Tiere zu züchten, weil Nahrung brauchen wir im echten Leben und hier natürlich in Minecraft auch. So, eigentlich könnte man hier das durchgehend eins runtersetzen. Oder? Weil es sieht ja ein bisschen doof aus, wenn da nur ein paar Blöcke immer Gravel ist. Machen wir das einfach einheitlich und dann hat es einen Schick. Nein! Jetzt passt es hier. Mir gefällt es jetzt auch. Was mir nicht gefällt, bist du. Weil dich brauche ich nicht. Gut. Das war's von heute für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.